Ich zitiere hier die Worte von Bruno Gröning. Wir sind alle Kinder Gottes. Glauben Sie doch, dass Sie nicht alleine sind. Glauben Sie doch, dass Sie ein göttliches Geschöpf. Glauben Sie doch, dass Sie ein Kind Gottes sind. Glauben Sie doch, dass Gott Ihnen alles gibt, was er für Sie, was er für jedes Lebewesen bestimmt hat. Natürlich muss jedes Lebewesen das aufnehmen. Was ist der Mensch? Ein göttliches Geschöpf. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Ein Mensch ist er deshalb, weil Gott ihm einen erdgebundenen Körper verliehen hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist göttlich. Wir Menschen sind alle ohne unseren Herrgott gar nichts. Wir sind überhaupt nichts. Wir können uns unseren Herrgott nicht wegdenken. Wir alle sind und bleiben Kinder Gottes. Der einzige Vater, den wir haben, ist und bleibt unser Herrgott. Ich will jeden Menschen wieder zum Glauben zurückführen, denn jeder Mensch ist ein Wesen der Natur. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wir Menschen haben nur einen Vater, und das ist unser Herrgott. Und weil viele Menschen vom Glauben abgekommen sind, so will ich sie wieder zum Glauben zurückführen. Gott hat den Menschen schön, gut und gesund erschaffen. So will er ihn auch haben. In jedem Lebewesen ist Gott. Gott ist wirklich überall. Nur ist in einem weniger, im anderen mehr. Das heißt, übermäßig viel ist nichts, sondern nur so viel Leben in ihm, wie Gott es bestimmt hat. Er steckt überall drin, überall. Jeder Mensch müsste von sich aus wissen, dass er ein natürlich göttliches Geschöpf und demnach auch dem göttlichen Gesetz unterworfen ist. Mensch ist Mensch. Wir Menschen sind alle nur Kinder Gottes. Da gibt es keinen Unterschied. Ich räume auch hier dem Deutschen das Recht nicht ein, dass er mich für sich allein beansprucht. Ich bin und bleibe ein Kind. Ich werde mich nicht ändern. Nein, und Sie alle und jeder kann glauben, was er will. Ich bin und bleibe ein Kind. Bin nur ein Kind Gottes, mehr nicht. Bilde mir nichts ein. Nein, bin auch nicht feige, es zu sagen, weil ich weiß, ich bin nur ein Kind. Aber viele Menschen sind kein Kind mehr, weil sie erwachsen sind. Was ich hier vorzubringen habe, geht bestimmt jeden einzelnen Menschen an, ganz gleich, welcher Nation oder Konfession er angehört, ganz gleich, ob er arm ist oder reich. Mir ist jeder Mensch gleich. Auch die Hautfarbe spielt hierbei keine Rolle und noch viel weniger die Muttersprache. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Alle sind sie Menschen, alle Kinder Gottes. Ich bin wohl katholisch getauft und verleugne meinen katholischen Glauben nicht. Aber deswegen kann ich nicht sagen, wer ein Protestant ist oder wer einer Sekte angehört, den stelle ich beiseite. Nein. Das geht nicht.